In dem Video geht es um meine allererste Atemübung. Das ist die erste Atemübung, die mir jemals begegnet ist. Ich glaube, das ist so 6 Jahre her, da ist mir die zum ersten Mal begegnet. Und wenn ich die nicht entdeckt hätte, dann wäre ich heute nicht so fasziniert von der Geschichte. Das wäre mir dann nicht so wichtig, diese ganzen Atemgeschichten. Na, das war eine Atemübung. Ich hatte von der gehört, dass die angeblich Körper, Geist und Emotionen positiv beeinflussen. Und jetzt, nachdem ich schon über ein halbes Jahrzehnt mit dieser Atemübung experimentiere, kann ich sagen, ja, das funktioniert. Ich habe den Effekt gespürt. Das hat eine Menge bei mir verändert. Ich mache die Übung kaum noch, weil ich habe das Gefühl, ich habe dadurch, dass ich diese Übung gemacht habe, habe ich mir eine andere Grundatmung antrainiert. Also ich bin wahrscheinlich hauptsächlich durch diese Übung ein ziemlich entspannter Mensch geworden. So meine Theorie. Ich habe natürlich auch eine Menge andere Sachen gemacht. Es ist auch eine Übung, wie viele von den anderen Übungen, die ich in den anderen Videos erzählt habe, die ist von Dr. Andrew Weil, habe ich später erst rausgefunden. Also so wirklich entspannt habe ich erst, seit ich diese Übung kennengelernt habe. Und seitdem hat mich auch Atmen nicht mehr losgelassen. Aber das habe ich alles schon erzählt. Na gut, ich erzähle jetzt, wie diese Übung funktioniert und danach mache ich sie auch nochmal vor. Also es geht so, ich mache 10 tiefe Atemzüge, dass ich 10-mal tief einatme. Also im Prinzip so tief ich kann. Mit besonderer Konzentration darauf, dass ich auch den Bauch benutze. Weil als ich angefangen hatte, diese Übung zu machen, habe ich eigentlich immer nur in die Brust geatmet, hier so einen ganz kleinen Bereich. Während ja eigentlich die nicht nur der Teil hier oben von der Lunge wichtig ist, sondern hier dieser komplette Atmungsapparat und auch hier Rückseite, überall. Das ist alles voll mit Platz für Luft, sage ich mal. Also 10-mal tief einatmen, richtig voll machen die Lunge. Dann 10-mal genauso tief ausatmen. Und wenn diese 10 Atemzüge vorbei sind, dann ausgeatmet bleiben. Also die Luft draußen halten. Und dann so, je nachdem wie lange man aushält, wie lange das dauert, 10, 20, 30, 40 Sekunden mache ich da, Luft draußen lassen. Und dann gucke ich, ob ich das spüre, dass so eine Entspannung sich breit macht in meinem ganzen Körper. Und weil ich da schon so ein bisschen fortgeschritten bin, mache ich da gleichzeitig so eine Art Meditationstechniken dazu, dass ich meinen Körper von innen spüre. Ich mache dazu auch die Augen zu, möchte dabei wirklich entspannen, relaxen. Und wenn es vorbei ist und wenn ich vielleicht Glück hatte und so ein paar, klingt doof, Entspannungsgefühle gespürt habe, wenn das vorbei ist, auch wenn ich nichts gespürt habe, dann mache ich, nachdem die Atmung wieder natürlich einsetzt, also nachdem sich mein Körper meldet und sagt, so, jetzt brauche ich wieder Sauerstoff, dann mache ich dann nochmal 3 tiefe Atemzüge. Aber nicht so übertrieben tief, sondern regulär tief. Das ist es schon. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen beim Erklären, aber ich mache es jetzt auch nochmal vor. Achso, doch, ich habe eine Sache vergessen. Ich atme nämlich durch die Nase ein und durch den Mund aus. Das ist was man meiner Erfahrung nach nicht machen sollte bei seiner generellen Atmung, durch den Mund ausatmen. Aber jetzt für diese Übung mache ich es. Okay. Lange genug versucht, alles zu erzählen. Jetzt mache ich es vor. Also, 10 Atemzüge. Tief einatmen, genauso tief ausatmen. Jetzt fängt es ja an zu regnen, aber richtig. Und dann eben, je nachdem wie lange das dauert, 30 Sekunden oder so ausgeatmet bleiben. Und dann hoffentlich was spüren. Okay, Action.
Und letzter Atemzug. Das war's schon. Eine Minute habe ich ausgehalten. Gar nicht schlecht, dafür, dass ich nur 10 Mal eingeatmet habe. Ich spüre es so in den Händen, ich spüre es in den Füßen, wo ich spüre es immer in dem Moment, dass ich auch so ein ganz kleines bisschen in den Händen und Füßen sofort anfange zu schwitzen. Also merke dann, dass ich da mehr Gefühl in den Extremitäten bekomme. Versuche immer Leuten um mich rum zu erzählen, was das für einen riesen Einfluss auf mein Leben hat. Aber es ist mir noch nie gelungen, dass irgendjemand das nachvollziehen kann, was das für einen riesen Effekt hat. Also ich schätze echt, man sollte das ausprobieren, um wirklich zu wissen, was das für einen Mega-Effekt hat. Ich glaube, was das eben, das sollte ich noch erwähnen, am meisten verändert hat in meinem Leben, ist, dass ich dadurch eben so zum ersten Mal wirklich Bewusstsein für meine Atmung entwickelt habe, dass ich eben einfach tagsüber, wenn ich irgendwie merke, ich laufe jetzt irgendwie eine achtstöckige Treppe hoch oder so, dass ich dann weiß, okay, ich kann mit meiner Atmung, kann ich diese komplette Aktion, die ich hier gerade physisch untergehe, die kann ich jetzt dadurch unterstützen, dass ich eben tief atme, einfach so bewusst, freiwillig, bevor irgendwie mein Körper angestrengt ist. Es ist wie, als ob ich da mit meinem Körper so ein bisschen zusammenarbeiten kann. So, jetzt kommt was Anstrengendes, na, dann atme ich eben ein paar Mal tiefer. Dann fange ich auch in den tieferen Stockwerken, wenn ich da acht Stockwerke an Treppen hochlaufe, fange ich dann schon an, so zu machen. Warum? Na, weil ich ganz genau weiß, dass mir dadurch diese ganze Treppensteigerei, dass mir die leichter fallen wird, dass ich dadurch meine inneren Kräfte so ein bisschen aktiviere. Ganz seltsame Sache. Also es ist für mich jetzt so was Selbstverständliches, meine Lunge als so ein Muskel, der mein ganzes Wesen beeinflusst, zu benutzen. Und nicht irgendwie erst so eine gestresste, gequälte Atmung zu bekommen, wenn ich merke, ich habe mich überanstrengt, sondern während was Anstrengendes mache, benutze ich richtig meine Lunge. Ich glaube, das ist, was mir diese Übung am meisten beigebracht hat. Und was mir die auch noch beigebracht hat, die hat einfach meine Grundatmung tiefer gemacht. Also, dass ich wirklich meinen Bauch benutze. Ich hatte vorher im Alter von irgendwie 26 oder als mir diese Übung begegnet war, habe ich nicht tief in den Bauch geatmet als Grundatmung, sondern ich habe diese typische menschliche Stressatmung gemacht aus der modernen Zeit. Und jetzt merke ich eigentlich, was ich für ein entspannter, ruhiger Mensch geworden bin. Also, so dass ich so eine Ruhe habe, die eigentlich erst so Leute mit 70, 80 bekommen. So kommt es mir zumindest manchmal vor. Ja, auch so eine innere Gelassenheit, auch so ein bisschen so, was meine innere Zufriedenheit da so ein bisschen gefördert hat. Diese Atemübung, die hat diesen Stein ins Rollen gebracht. Bin sehr unzufrieden damit, wie wenig ich dieser für mich so wichtigen Atemübung in dem Video gerade gehuldigt habe.
Aber vielleicht finde ich ja irgendwann noch die Worte. Feine Sache. Weil mir kein Name für diese Übung irgendwie begegnet ist, habe ich das Ding Zehneratmen genannt. Also 10, weil es eben 10 tiefe Atemzüge sind. Bild mir aber ein, ich kann eine Stunde über das Thema reden, aber stimmt gar nicht. Mir fällt gar nicht ein, was ich sage. Deswegen belasse ich es dabei. Bestimmt nicht mein letztes Atemvideo.